Der Leichenschmaus fällt aus. Ihr könnt nach Hause gehen. Was? Was für eine Familie. Du musst sofort zum Bahnhof Lichtenberg. Opa will in die Ukraine fahren. Rede mit ihm. Was machst du da, verdammt? Du kannst nicht in die Ukraine fahren. Anscheinend schon. Scheiße. Karte? Wir fahren in die Walachei und das findest du gut. Er ist nicht alleine, das finde ich gut. Wieso, ihr fahrt nach Kiew? Frag meinen Großvater. Ich suche eine Person. Wahrscheinlich was mit dem Krieg zu tun. Du hast nie geredet. Weil du es nicht verstehst. Ein Niemand, der nichts auf die Reihe kriegt. Und was kriegst du auf die Reihe? Du hast die Menschen, die du eigentlich lieben solltest. Ich bin Ukrainer und ich bin Russe. Man kann beides sein. Sind viele in der Ukraine aber anders. Слава Україні! Говориш, як отец. Ich muss mich für eine Seite entscheiden, sagte er. Ich habe nur meine Tochter in ein Kriegsgebiet geschickt. Ich habe jeden Tag meines ganzen Lebens daran gedacht. Er sucht eine Frau, die er geliebt hat. Ich will wissen, warum wir sind, wie wir sind. Wir sind fast da. Ganz schön stur bist du. Wenn ich das vorhabe.